Wenn die von mir erwarteten Daten mit meinen Computerberechnungen übereinstimmen, werde ich dorthin gehen, wohin sich bisher noch nie ein Mensch gewagt hat. Hinein, hindurch und darüber hinaus. Hallo, wie geht's denn so? Mein Name ist Matze vom Towntown Talk, ein Nerd-Kanal, welcher sich mit vielen Franchises beschäftigt, so wie Star Wars, Star Trek, Tolkien, also der Herr der Ringe und sämtliche Bücher, Serien, Comics, Filme aller Art. Schaut mal gerne vorbei beim Towntown Talk, den findet ihr auf YouTube und überall, wo es Podcast gibt. Jetzt zu dem Thema, warum ich eigentlich heute hier mit euch sprechen darf. Ich wurde von Marco, also Brownie TV, angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, einen Film für seinen Weihnachtskalender beizusteuern. Und da dieser das Thema, stell doch bitte mal deinen Lieblingsfilm vor, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe Danken angenommen und wusste auch gleich, welchen Film ich euch vorstellen möchte. Es handelt sich um einen Film aus dem Jahr 1979. In Deutschland wurde er 1980 veröffentlicht. Ein sehr guter Jahrgang im Übrigen. Den Film, den ich meine, das ist dieser hier. Disneys Das schwarze Loch. Mit diesem Film verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen, wie ich ihn bei meinem besten Kumpel immer wieder schauen durfte. Alex, ich grüße dich. Und ich bin ziemlich sicher, dass dieser Film für meine Leidenschaft der Science-Fiction verantwortlich ist. Also Science-Fiction-Filme, Serien, Bücher, Comics und natürlich Star Wars. Okay, um was geht's? Ganz kurz in diesem Film. Es ist ein Forschungsraumschiff unterwegs, die USS Palomino, mit 5 Besatzungsmitgliedern und einem Roboter. Sie sind auf der Suche nach einem Planeten oder nach einem bewohnbaren Planeten in den Weiten des Weltalls unterwegs. Die Crew besteht aus Captain Dan Holland, Lieutenant Charles Pfizer, Dr. Alex Durant, Dr. Kate McRae und dem Journalisten Harry Booth. Der Roboter, also heißt Vincent, dient als Computer, also als Bordcomputer und kann auch sehr menschlich sein. Also er zeigt menschliche Züge, aber er kann aber auch telepathisch kommunizieren, was wirklich sehr interessant ist. Unerwartet stößt das Raumschiff auf ein riesiges schwarzes Loch, in dessen Gravitationssog sich ein weiteres Raumschiff befindet, was vollkommen still auf seiner Position verharrt. Nach einer kurzen Suche in den Archiven stellt sich heraus, dass es die USS Cygnus ist. Das Schiff, auf dem auch der Vater von Dr. McRae gedient hat. Und natürlich machen sie sich rüber aufs Schiff, auf das vermeintliche Geisterschiff. Und von da an beginnt dann die Action, die ich jetzt nicht weiter spoilern möchte. Aber seid gewiss, die Action sucht ihresgleichen. Nicht nur aufgrund der Schauspieler, unter anderem Maximilian Schell als Dr. Hans Reinhardt, Anthony Perkins, Robert Foster müsste ein Begriff sein, Ernest Bugani auf jeden Fall auch. Die sorgen dafür, dass ich diesen Film unzählige Male geschaut habe. Und vor allen Dingen auch der Soundtrack. Wow, der Soundtrack ist eine Wucht, gerade das Hauptthema von John Barry. Das müsst ihr euch anhören. Grandios, wie ich finde. Eins meiner Lieblings-Soundtracks von einem Film. Es wurde sogar eine Comicserie veröffentlicht, also 3 Teile, welche den Film weiter zeigen. Also was passiert nach dem Film? Im ersten Heft ist der Film drin und dann geht es weiter, 2 und 3, wie es nach dem Film weitergeht. Ich musste ein bisschen suchen, um die Comics zu bekommen. Aber es hat dann doch funktioniert. Zu einem wirklich humanen Preis. Also keine Frage. Klar, man merkt das den Alter an. Auch 80, 81 erschienen. Dann gibt es noch ein Buch zu dem Film natürlich. Von Alan Dean Foster wurde es umgesetzt. Auch sehr gut. Bin ich gerade bei, das zu lesen. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes. Das sind diese Sprüche,
die Zitate von diesem Roboter Vincent. Also wenn er, die sind wirklich so grandios, dass man sich die aufschreiben müsste und in einer passenden Lebenssituation einfach von sich geben müsste. Mal gucken, wie der andere reagiert. Also grandios. Ein kleines Beispiel hier. Alles in Ordnung, Vincent? Und wenn nicht, könnte man es mit Hammer und Metallpolitur schnell in Ordnung bringen. Nicht ärgern, Mr. Peiser. Die allerletzten werden die allerersten sein. Wolf bleibt Wolf, auch wenn er mal keinen Appetit auf Schafe hat. Ja, das soll es aber auch schon gewesen sein für mein Kalendertürchen. Also Disneys Das Schwarze Loch auf DVD erhältlich auf jeden Fall. Natürlich auf Disney Plus zu schauen. Und ja, kann ich nur empfehlen, wer auf Science Fiction steht, ältere Filme. Der ist gut gealtert, der Film. Und wie ich finde, manchmal frage ich mich, warum da noch kein Reboot von gekommen ist mit der heutigen Technik. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Okay, das soll es jetzt schon gewesen sein. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke, dass ich hier mitmachen durfte. Schaut gerne bei mir vorbei, beim Towntown Talk. Und dann wünsche ich euch schöne Feiertage, schöne Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, bleibt gesund. Danke fürs Einschalten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen auf das Video hier, auf den ganzen Kalender. Und gerne bis zum nächsten Mal. Also macht's gut, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein. Immer. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.